Ja, ein kleiner Zwischenstand, etwa eine Woche später. Hier ist jetzt alles ein bisschen kurz und klein gehauen. Wir haben hier einen Kompost. Der ist aber noch ziemlich verwildert. Da muss auch noch ein bisschen was getan werden. Ja, hier ist jede Menge Verschnitt, vor allem Brombeeren. Das ist natürlich ziemlich nervig, das muss auch weg irgendwie. Aber es wird besser. Ich habe jetzt vor, hier ein bisschen erstmal das Holz aufzuräumen, ein bisschen klein zu schneiden. Hier hinten mache ich jetzt gleich ein Lager. Pauline putzt ganz fleißig da in der Hütte. Die Kinder spielen ein bisschen. Ich habe hier auch schon ein paar tote Äste abgesägt an den Bäumen, damit einfach die Last ein bisschen weniger wird und ja, die Energie in die Äste fließen kann, die ja hoffentlich Früchte tragen. Hinten haben wir schon einige Kirschen, die werde ich dann gleich mal inspizieren. Ich glaube, manche sind auch schon reif. Das ist eine große Süßkirsche. Genau, und so geht es Stück für Stück voran. Ja, ich habe auch schon mal den Gartenverein gefragt, ob ich mir eine Fräse ausleihen kann. Das wird wohl funktionieren. Von daher, ja, ich bin guten Mutes. Wir sind guten Mutes, dass es hier vorangeht. Aber es ist eben sehr langsam. Das ist der Beginn des erwähnten kleinen Holzlagers. Hier fange ich jetzt mal an, einfach ein bisschen zu stapeln. Den Verschnitt, den ich jetzt gemacht habe gestern. Und da wird noch sehr, sehr viel mehr kommen. Und ja, das wird jetzt hier einfach an der Hütte gestapelt. Wir haben da drüben auch eine Feuerstelle entdeckt unter dem ganzen Brombeerwuchs. Ungefähr da ist auch eine Feuerstelle. Ja, vielleicht kann man hier auch irgendwann mal ein Feuerchen machen. Es ist wirklich ein bisschen heftig hier. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht ist das auch erstmal egal. Man muss erstmal ein bisschen anfangen, ein bisschen Überblick verschaffen. Und das Ganze irgendwie urbar machen. Was aber wirklich super ist, ich genieße wirklich hier den Wind, der hier durch die Bäume fegt und die Vögel zwitschern. Es ist noch ein frische Luft, die wir hier haben. Und ja, ich bin froh, dass wir so viele Bäume hier haben auf unserem Garten. Ja, wenn das erstmal alles richtig blüht und vielleicht auch Früchte trägt. Also blühen wird es dieses Jahr nicht mehr, aber Früchte tragen, das wäre super. Sigi, das hat Angst, das Reh. Das will von seiner Mama rausgeholt werden. Ich weiß nicht, wo das zweite ist. Wo ist das zweite?